Huch, wie sieht der Mario Barth aus? Offenbar hat der deutsche Komiker eine Wette verloren und seine Wettschulden nun einlösen müssen. Auf Instagram zeigte er sich nun mit kahlrasiertem Kopf. Ganz nach dem Motto Wettschulden sind Ehrenschulden präsentierte der 48-jährige Mario Barth seine Glatze und schrieb dazu: Wer verliert, muss rasieren. Das ist vielleicht eine Scheiße. Überlegt euch genau jede Wette, alles mit Humor nehmen. Keine Panik, wächst nach. Neben ihm ist auch noch ein strahlender Mann zu sehen. Ob es sich hierbei um den Wettgewinner handelt, das ließ der Berliner offen. Die Fans von Mario Barth waren natürlich außer Rand und Band und konnten sich den ein oder anderen frechen Spruch nicht verkneifen. Auch TV-Star Detlef Steves kommentierte mit den Worten: Endlich mal eine ordentliche Frise. Ein Fan vermutete zudem, dass die Glatze nicht echt sei und schrieb zu dem Schnappschuss: Fake bzw. mit Photoshop alles möglich. Doch auch bei seinem neuesten Post zeigte sich Comedian Mario Barth noch einmal mit seiner Glatze. Ob es sich dabei wirklich um einen Filter oder eine Fotomontage handelt und Mario Barth sich doch nur einen riesigen Scherz erlaubt hat, das wird er vielleicht bald auflösen.